Wir wollen uns jetzt nochmal das Kürzen von Bruchtermen anschauen. Und dazu haben wir hier 6 Aufgaben, die wollen wir jetzt nach und nach durchgehen. 75t durch 15t². Hier machen wir jetzt die Faktorzerlegung. 75 ist 5 mal 15. Das muss ich jetzt nicht weiter zerlegen in Primfaktoren, weil ich unten ja den Faktor 15 habe und den dann kürzen kann. Also kann ich 15 kürzen und ein t kürzen und übrig bleibt 5 durch t. Hier mache ich jetzt mal die Faktorzerlegung oben und unten. Mache ich einmal ganz ausführlich. Unten kann ich x ausklammern, also habe ich x mal x minus 2. Und ich sehe dann, okay, ein x kann ich kürzen und habe dann oben im Zähler x mal y im Quadrat und unten x minus 2. X und x minus 2 kann ich nicht kürzen, weil es unterschiedliche Faktoren sind. 7x plus 28, hier steckt auf jeden Fall die 7 drin. 7 mal x plus 4 und unten steckt auf jeden Fall die 2 drin. 2 mal 4 plus x. Und jetzt könnte ich hier schon kürzen, ich kann es aber jetzt nochmal dank dem Kommutativgesetz anders hinschreiben. X plus 4 und unten dann 2 mal Klammer auf x plus 4. Jetzt sehe ich es auf jeden Fall, das kann ich kürzen und habe dann 7 halbe oder als Dezimalzahl 3,5. So, hier auf den ersten Blick kann ich nichts kürzen, weil ich hier den Faktor minus 3 und dann die Klammer habe. Aber in der Klammer kann ich nochmal ausklammern. Das heißt, ich kann hier schreiben minus 3 und ich kann ein y ausklammern und habe dann y minus x in der Klammer und unten y und dann kann ich dieses y eben kürzen und habe dann minus 3 mal y minus x durch 1 oder ich kann es auch noch vereinfachen. Ich kann dann natürlich die 1 als Bruch weglassen und das Minus hier rein multiplizieren, dann habe ich 3x minus y. So, hier habe ich ganz viele a's. Schauen wir mal, ob wir hier ein a ausklammern können. Ja, kann ich. Oben kann ich jetzt a ausklammern. Leider nicht mehr, keine Zahl, weil a auch 3 ist ja einmal a auch 3 und sonst könnte ich ja bei den anderen zwei die 2 ausklammern, das bringt mir jetzt aber nichts. Das heißt a mal a Quadrat plus 2 minus 4a. Durch und unten kann ich auch ein a ausklammern, habe ich b minus a, kann ich ein a kürzen. Und jetzt sortiere ich es noch nach Potenzen, a Quadrat minus 4a plus 2 und unten kann ich b minus a stehen lassen. Letzte Aufgabe, xy plus 1. Da kann ich jetzt nichts machen. Aber unten sehe ich, hier steckt auch irgendwie xy plus 1 drin. Das ist einfach nur das umgekehrte Vorzeichen. Das heißt, ich klammere mal minus 1 aus und habe dann 1 plus xy. Und wie wir in der Aufgabe vorher gesehen haben, dank dem Kommutativgesetz kann ich das ja auch anders schreiben. Das heißt, ich könnte hier oben auch einmal das hinschreiben, kann ich die gesamte Klammer kürzen und habe dann 1 durch minus 1. Und das ist nichts anderes als 1 durch 1 und ein Minus davor. Und das ist nichts anderes als minus 1.